Die Älteren unter Ihnen werden sich erinnern, in den letzten Tagen, Wochen, Jahren, Monaten sind es die Tech-Aktien in den USA gewesen, die die Aktienmärkte mit nach oben getrieben haben. Aber jetzt scheint sich etwas Grundsätzliches zu ändern, nämlich die große Rotation raus, tendenziell aus den ohnehin absolut überkauften Tech-Aktien rein in die Aktien, die zurückgeblieben sind, die schlechter gelaufen sind, mithin also in die Value-Aktien. Und dafür gibt es einige Belege. Der erste ist hier. Das, was wir seit Anfang Dezember sehen und Liz Ann Saunders feststellt, dass wir jetzt die größte Outperformance haben, eben dieser Value-Aktien im Vergleich zu Growth, also Tech-Aktien, seit dem Jahr 2008, mindestens seit Anfang September. Der Monat ist ja erst hat ja erst die Hälfte absolviert, also da kann noch einiges passieren, aber es ist schon auffällig, dass sich da diese Verschiebung ergeben hat. Und wenn wir uns mal anschauen, was hier jetzt zuletzt passiert ist in den letzten Wochen und Monaten, dann sehen wir, dass das Gap zwischen diesen Tech-Aktien, die durchschnittlich 27% gestiegen sind, und der etwa Energiewerten, die 47% gefallen sind, 74% beträgt. Das ist die größte Outperformance zwischen dem besten und dem schlechtesten Sektor seit dem Jahr 2000. Also es ist jetzt auch nicht so furchtbar überraschend, dass solche Extreme dann langsam mal abgebaut werden, sich dann relativieren, und dieser Prozess, der scheint derzeit zu laufen. Das bestätigen übrigens auch die großen Player am Markt, die Dickfische, die von der Bank of America befragten Fondsmanager. Und hier sieht man, was die so vorhaben im Vergleich zur Vorwoche. Es gibt ja immer diese Befragung wöchentlich von der Bank of America. Und da sehen wir Value gegen Growth, Übergewichten. Das ist sozusagen jetzt der große Trend. Dann Small gegen Large, also kleinere Firmen gegenüber größeren Firmen, Überzugewichten, Japan, Industrie, Equities, Bonds. Und wir sehen Tech relativ weit unten. Also da scheint man sich zu verabschieden. Da sagt man ja auch, das ist der Most Crowded Trade ever, das ist sozusagen der am meisten gespielte Trade am Markt, und irgendwann ist mal Schluss, irgendwann hört die Musik vielleicht auf zu spielen. Sehen wir heute so ein Stück weit den Nasdaq schwächer als die anderen US-Indizes, etwa als der Russell 2000, dieser amerikanische Nebenwerteindex, aber eben schwächer auch als der Dow Jones oder der S&P 500, und das hat vielleicht auch eine gewisse Aussage, was den DAX betrifft, denn der ist zwar so in einer Art Wachkoma im Bereich der 13.200er Marke, aber da sind ja kaum Tech-Aktien drin, bis auf SAP, sagen wir mal. Und der hat ja diese Korrektur, die Wall Street in den letzten beiden Wochen gemacht hat, nicht wirklich ja mitgemacht, hat sich da ein Stück weit verweigert. Wir sehen jetzt nochmal, jetzt seit dem Jahresbeginn, die große Euphorie in diesem Tech-Sektor in Merchant Acquisitions, also in Übernahmen. Global gesehen sind wir jetzt, also Mitte September, schon bei über 350 Milliarden Dollar. Das ist der größte Wert eben seit dem Jahr 2000, immer wieder das Jahr 2000, immer wieder die Referenz letztendlich auf die Tech-Bubble, und da könnte ja noch einiges kommen. Also wir haben ja noch ein paar Monate, da könnte also praktisch vielleicht sogar diese alte Bestmarke aus dem Jahr 2000 angegriffen werden. Zeigt so ein bisschen diese euphorische Stimmung, alles ist möglich. Es ist sozusagen diese Tech-Euphorie, die sich heute auch mit dem größten IPO, mit dem größten Börsengang des Jahres bisher ausdrückt. Snowflake, ein Cloud-Anbieter eher für mittelständische und kleine Unternehmen, der sollte, oder die zunächst war die Range dieses IPOs, dieses Börsengangs vorgesehen zwischen 75 und 85 Dollar. Dann vorgestern plötzlich der Preis 100 bis 110 Dollar, gestern dann 120 Dollar als Eröffnungspreis zunächst mal definiert, und jetzt haben wir Indikationen, dass der Preis bei 240 Dollar ist, wären wir bei 185, die Indikation lag bei 185, ist dann immer weiter gestiegen, und dann hätten wir eine Marktbewertung, eine Marktkapitalisierung von über 50 Milliarden Dollar. Allein das wäre schon der hundertfache Umsatz, Jahresumsatz von Snowflake. Also wenn die Firma jetzt nicht wachsen würde, dann müsste sie 100 Jahre lang erstmal diese Umsätze bringen, um einigermaßen diese Berechtigung, die Bewertung zu rechtfertigen. Also das ist schon teilweise absurd. Jetzt ist ja der IPO-Preis, die Indikation zumindest, noch weiter gestiegen, 240. Das ist sozusagen nochmal die Echoblase, die sich hier zeigt. Das ist schon erstaunlich in Sachen Tech. Interessant, vielleicht heute die Entscheidung, ja, wird das was mit dieser Geschichte zwischen Oracle und TikTok?
TikTok. Faktisch ist es ja so, dass das eher eine Kooperation ist und nichts anderes, nicht wirklich eine Übernahme, nicht wirklich ein Verkauf. Und deswegen sind so ein paar Herrschaften wie Peter Navarro, der Anti-China-Falke im Weißen Haus, wie auch Pompeo, auch jetzt nicht gerade der größte China-Freund der US-Außenminister, die sagen, nee, das geht so nicht. Während Mnuchin, der Go-To-Guy der Wall Street, der Finanzminister, sagt, Mensch, lass uns das machen, ist doch alles gut. Der will Ruhe haben, der will, dass die Wall Street weiter steigt. Dementsprechend sagt er, ist doch alles schick, lass uns die Geschichte so abwickeln. Vielleicht wird Donald Trump heute seine Entscheidung bekannt geben. Insgesamt sehen wir nach wie vor sehr sportliche Bewertungen. Wir sehen hier den Wilshire Total Market Cap, also praktisch Wilshire ist der Index, der praktisch alle Aktien aus den USA enthält, um und bei 5.000, und wir sehen, dass die Bewertung jetzt über 35 Billionen Dollar beträgt. Das BIP allerdings, das ist jetzt unter 20 Billionen gerutscht der USA. Also es gibt ein gewisses Missverhältnis zwischen Marktbewertungen an den Aktienmärkten und eben der Wirtschaft. Und wir sehen hier auch, dass all diese Anstiege gekommen sind, obwohl vor allem die Buybacks stark zurückgegangen sind. Die Dividenden sind auch ein bisschen zurückgegangen, aber die Buybacks, die Aktienrückkäufe, die ja eigentlich lange Jahre der Treiber waren für diese Rallye, die sind doch deutlich geringer geworden, weil die Unternehmen angesichts der Unsicherheit in der Corona-Krise eben sich gesagt haben, okay, dann warten wir mal, seien wir mal vorsichtig, könnten wir das Geld noch brauchen, statt es in eigene Aktien zu investieren. Wir haben heute die Einzelhandelsumsätze aus den USA gehabt und sie waren schwächer als erwartet, vor allem die sogenannte Control Group, also das, was von diesen Einzelhandelsumsätzen in die Berechnung des Westbips einfließt, mit minus 0,1%, deutlich enttäuschend. Und interessant ist auch, dass die Online-Umsätze nicht mehr steigen, die stagnieren, also das passt dann vielleicht zu dieser abebbenden Tech-Manie, die sich hier am Horizont schon erkennen lässt, dass online nicht ewig wächst, dass auch hier Wachstumsgrenzen gesetzt sind, auch wenn der eine oder andere grundsätzlich meint, vor allem wenn er der Religionsgemeinschaft Tesla angehört, dass die Dinge hier unendlich wachsen können und die Zukunft durch vor allem eine Firma sich völlig anders gestalten wird, als 99% der Idioten glauben wollen. Wir haben heute FED-Sitzung. Was wird die FED machen? Naja, so viel wird sie nicht machen, sicherlich. Sie wird vielleicht ein bisschen klarer stellen, was sie mit dieser Aufweichung der Inflationsparameter meinen. Da hat sie ja gesagt, ja, wenn die Inflation so ein bisschen über die 2% steigt, dann ist es nicht richtig schlimm. Und wir sehen, dass ja hier diese Bondkäufe, diese Quantitative Easing Käufe von US-Anleihen vor allem im April der Fall waren. Jetzt ist das so ein bisschen runtergetroffen. Die Bilanzsumme, die stagniert um und bei 7 Billionen Dollar bei der FED. Ohnehin hat die amerikanische Notenbank ja das Entscheidende außerhalb der FED-Sitzungen gemacht. Zinsen auf Null gesenkt jenseits einer FED-Sitzung. Das ist dann eine Geschichte gewesen, die am Sonntagabend passiert ist. Dann hat man diese massiven Kaufprogramme jenseits einer FED-Sitzung beschlossen. Dennoch interessant, was uns Jerome heute zu sagen hat bei Finanzmarktwelt. 20 Uhr das Statement der FED und 20:30 dann die Pressekonferenz, die wieder virtuell stattfinden wird. Schauen Sie da mal rein. Und die Wirtschaft, die leidet noch ein bisschen. Nicht nur die Einzelhandelsumsätze heute schwach, sondern wir sehen, dass die Mortgage Delinquencies und Foreclosures nach oben gehen, also die Zahlungsverzüge, die Leute haben, wenn sie Hypothekenkredite aufgenommen haben oder sogar in der Zwangsvollstreckung. Zwangsvollstreckung ist ja zunächst mal noch ausgesetzt, das wird aber jetzt auch bald enden. Aber die Leute sind schon massiv jetzt oder zu einem deutlich gestiegenen Prozentsatz in Zahlungsverzug. Das heißt, die FED wird dann in irgendeiner Form weitermachen mit dem Programm, ohne es wahrscheinlich jetzt zu erhöhen, ohne eine große Änderung vorzunehmen. Aber die Realwirtschaft, die ist ganz woanders als eben die Finanzmärkte, die ja die beste aller Welten nach wie vor einpreisen. Heute hat die OECD dann eine Prognose gegeben, eine neue Prognose, wie es denn ausschaut mit dem globalen BIP. Hier blau sehen wir die Prognose aus November 2019, also vor Corona. Jetzt sehen wir sozusagen die Konsensprognose deutlich geringer. Es gibt eine positive Variante, das sind diese gestrichelten Linien, und eine negative. Die positive ist selbst noch relativ deutlich schlechter als eigentlich das, was man im November 2019 angenommen hat. Wenn Sie hier ein V erkennen, diese V-Erholung, dann haben Sie natürlich völlig recht. Vs sehen nun mal so aus, so zup, und dann so
Wer ein V anders schreibt, der ist ja praktisch geisteskrank, ja, fast schon, meine Damen und Herren. Also schauen wir uns nochmal hier den deutschen Bereich an. Da ist die Grenke AG weiter auf Talfahrt, nachdem Viceroy Research nochmal nachgelegt hat und gesagt hat, ja, liebe Grenke, ihr habt zwar da ein Statement publiziert, aber so richtig logisch ist das alles nicht, was ihr hier sagt, und hat gleich nochmal weitere Fragen gestellt, weitere Finger in die Wunden gelegt. Dementsprechend die Grenke-Aktie, glaube ich, 30% heute nochmal runtergekommen. Das ist natürlich möglicherweise, wir wissen es nicht, die zweite Wirecard in Folge jetzt in Deutschland. Das muss man noch sehen. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Jedenfalls scheint die große Rotation jetzt begonnen zu haben. Die großen Player am Markt, die Dickfische, haben sich schon umorientiert. Wir sehen erste Ergebnisse dieser Umorientierung, dass Value eben besser läuft als Growth. Das könnte jetzt sozusagen ein Trend sein, der sich dann in den nächsten Wochen und Monaten fortsetzt. Heute Abend die Fed-Sitzung, wie gesagt, bei Finanzmarktwelt, und am Freitag dann der große Verfall. Das sind die nächsten Highlights, die anstehen. Ich wünsche jetzt erstmal einen schönen Abend, meine Damen und Herren, und sage Ihnen Servus und Ciao.